Mahnmal begraben. Allein bei der Befreiung Berlins sind 80.000 Soldaten gestorben. Alle lebten und hätten eine Zukunft haben können. Die aufgestellten Reliefs berichten vom Kampf und Leid russischer und anderer sowjetischer Menschen. In allen Bildern findet sich kein einziger deutscher Soldat als Schreckgespenst des Krieges. Kein Schrecken konnte die Errichter dieses Ehrenmals verführen, Hass zu empfinden. Geld regiert die Welt, nach Golde drängt, am Golde hängt, doch alles, ach, wir Armen, erkennt Gretchen im Faust von Goethe. Das Geld geht seine eigenen Wege, verändert sein Aussehen, sein Wert, sein Besitzer. Und doch ist es für unser Leben unerlässlich. Es ist gespeicherte Energie. Aber wer nutzt diese Energie und wie? Im Kaufmann von Venedig Shakespeares kämpft Shylock, der jüdische Kaufmann und Geldverleiher, gegen die Unterstellungen der christlichen Kaufleute in Venedig. O Vater Abraham, was sind diese Christen, deren eigene grausame Handlungsweisen sie lehren, die Gedanken anderer zu verdächtigen? Aber wie soll Shylock, wie sollen wir Menschen mit ständigem Verdacht, mit ständiger Denunziation leben? Vieles entzieht sich unserem Blick. Das Geld flieht auf die Konten anderer. Die Energie schafft anderen die Macht, ihre Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen. Beim Kampf um das Geld wird heute aus Davos für die Mehrheit der Menschheit Besitzlosigkeit gepredigt. Die kleine Minderheit der dort versammelten Philanthropen weiß, was für die Menschheit, für die Welt vonnöten ist. Sie denken und wollen uns alle lenken. Versprochene Sicherheiten und versprochenes Glück fliegen als ständige Zahlungsaufforderungen ins Haus. Besitz als Sicherheit wird immer unsicherer. Wer ist der oder die oder das schuldige Tag? Jeden Tag gibt es mehr Schurken, die unsere Köpfe bevölkern sollen. Nazis, Putin, Klimaleugner, Antisemiten, Querdenker, Terroristen, Leugner der neuen Wogen, Gewissheiten aller Art und aller Art. Die Achse des Bösen lauert in jedem Leben. Werden uns Gewissheiten verkauft, die noch flüchtiger sind als Geld? Wird darum der Debattenraum immer enger? Dennoch werden Fragen nach dem, was wir nicht sehen sollen, unübersehbar. Warum werden bei Klimaproblemen alle durch das Militär verursachten Belastungen nicht bewertet? Sind Nazis plötzlich unsere Nachbarn, ohne je eine Verantwortung für das vergangene Desaster? Warum gibt es immer neue Stichtage für eine Welt voller Probleme, auch vor den Stichtagen? Die Besetzung Palästinas ist älter als jeder Stichtag. Sollen wir nicht bemerken, wie sich Geld verflüchtigt aus unseren Händen, aus den Händen derer, die arbeiten? Die Tatsache, dass keine unsichtbare Hand den Markt regelt, sondern Macht als letzte Instanz entscheidet, wer Gläubiger oder Schuldner sein wird, wer seine Risiken dem anderen anlastet, wer zum Gläubiger oder Schuldner mit Macht
gemacht wird, nimmt dem Geld seine stabilisierende Kraft. Denn wenn die EU russischen Staatsbesitz beschlagnahmt, wenn PayPal das Geld der kanadischen Trucker einfriert, wenn jeder Einzelne durch das Finanzsystem für bankrott erklärt werden kann, kann keine Natur des Geldes, kein Gott mehr helfen. Damit wird die gespeicherte Energie des Geldes in den Bankrott geführt und im Nichts aufgelöst, durch Kriege in die Luft geschleudert. Wir müssen wohl die Götter um Hilfe bitten. Mögen sie freundliches, sichtbares, verständliches Geld vom Himmel werfen. Doch Menschen, die Götter sein wollen, wollen, dass wir ihnen glauben. Wer sind sie, die als Götter zu uns sprechen, die über 7,2 Milliarden Menschen verfügen wollen, wie Bill Gates zum Beispiel an dem berühmten Ostersonntag 2020 zur Propagierung einer weltweiten Impfung? Zum Glauben gezwungen müssen wir hoffen. Sollen wir Menschen auf die hoffen, bei denen Schutz suchen, die für uns sprechen, in der modernen Dauerbeschallung als Priester von Gewissheiten, die uns Schutz verkaufen? Die modernen Raubritter wollen Geld für Schutz. 2% des BIP zum Beispiel. Doch wird das reichen? Und wie lange? Wachsende Kriege verlangen wachsenden Schutz. Beschützer brauchen immer neues Geld. Die NATO muss wachsen, ist ihre Devise. Statt durch Neutralität und Verständnis werden mit unsinnigen historischen Bezügen die gegenwärtigen Probleme geschildert. Die Gegenwart wiederum entzieht sich unserem Verständnis. Zum Beispiel werden die AfD und ihre Wähler als Nazis beschrieben. Diese vernichtende und falsche historisierende Etikettierung verdeckt den Blick auf die gegenwärtigen Probleme und die Wahrheit, wie die Umverteilung. Verdeckt den Blick auf die gegenwärtigen Probleme wie die Umverteilung des Reichtums von unten nach oben. Doch die Beschützer brauchen nicht nur neues Geld. Sie brauchen auch immer neue Feinde, um uns beschützen zu müssen. In unserer westlichen Gesellschaft wachsen die Feinde innen und außen wie Pilze. Nazis aller Couleur, immer dämonischere Zauberer wie Herr Putin und schreckliche Terroristen wie die Hamas sind schuldig. Krieg überall, die Achse des Bösen muss bekämpft werden. Der Wokismus, die Erziehung zum Guten, eröffnet die Feindschaft gegen jede zivilisatorische Leistung und den Krieg im Inneren der westlichen Gesellschaften. Leben selbst wird zum Feind. Ist Frieden überhaupt noch gewünscht? Gibt es kein Staunen mehr über das Leben, nur Urteile? Dürfen wir nicht denken, dass Grenzen der eigenen Erfahrung kein Maß für die Welt sein können, dass Austausch, Debatte das Ziel sein muss? Verstehen statt Krieg. Ist Frieden überhaupt noch gewünscht? Gibt es kein Staunen mehr über das Leben, nur Urteile? Dürfen wir nicht denken,
dass die Grenzen der eigenen Erfahrung kein Maß für die Welt sein können. Der versprochene Schutz kann nicht uns normalen, gemeinsam agierenden Menschen der Straße gelten. Kriegsertüchtigung kann normale Straßenbewohner nicht schützen. Krieg für weltweit versprochenen Schutz schafft ständig neue schreckliche Opfer. In Palästina, in Sahel, in der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine, der seit 2014 in der Ostukraine gegen seine Bewohner geführt wird. Dieser Krieg ist ein ganz Europa bedrohender Krieg geworden. Wir Menschen in Europa müssen wieder lernen, uns zu erinnern, was Krieg bedeutet. Russland zog seine Armee in den 90er Jahren aus Deutschland zurück und löste den Warschauer Vertrag auf, um mit Emmanuel Todt zu sprechen. Die defensive Invasion Russlands in der Ukraine nach einem 8-jährigen Bürgerkrieg sollte Verhandlungsbereitschaft erzwingen. Der unterschriftsreife Vertrag von Istanbul ist dann durch die USA und Großbritannien verhindert worden. Die Spezialoperation wurde zum Krieg zwischen der NATO und Russland. Heute soll daraus ein Krieg für ganz Europa werden. Kriegsertüchtigung soll das Sterben lehren. Denn Krieg bedeutet Tod. Daran kann kein Geld etwas ändern. Wer das Leben lebt und liebt, kann dem. Wer das Leben liebt, kann dem nicht zustimmen. Die Waffen nieder, überall. Ja.